Guten Nachmittag, damit der letzte Tag der Aufnahmen. Es sei denn, irgendwas geht schief und wir müssen morgen weitermachen. Aber heute ist Mittwoch, der letzte Tag. Und damit hat sich das Schwierigste für den Schluss aufgehoben. Checkout and Goodbye. Er hat sich hier nochmal aufgeschrieben, wie man das alles spielt. Gleich hören wir auch noch, wie sich es anhört. David hat hierfür nur eine halbe Stunde gebraucht, um das aufzuschreiben und sich anzutrainieren. Für offiziell beendet. Lenny. Oh Mann. So schnell. David kann es noch gar nicht fassen, es ist vorbei. Heute Abend irgendwo einen Burger essen gehen? In so einem Burger? Wir wollten in die Sneak Preview gehen heute Abend, aber dann gehst du mit uns in die Sneak. Kommt bestimmt irgendein Krützenfilm. Ein absoluter mega Krützenfilm, wo wir uns denken, oh Gott. Zu guter Letzt haben wir Checkout and Goodbye aufgenommen und sind damit sehr zufrieden. Und durch. Mit den Aufnahmen. Wow, wow. Check out and goodbye. Wow, wow. Nobody there shaking hands. There'll be no note for anyone. There's no excuse for anything. And now I leave this place goodbye. Check out and goodbye. Und als Belohnung für die Aufnahmen gibt es jetzt einen Pitcher Bier, vielleicht noch einen zweiten nachher, und Riesenburger. Western Burger mit Bacon, Kevin und Ei. Und einmal den Mexican Burger mit Jalapenos, richtig scharf. Ich habe erst einmal reingebissen. Mal gucken, das haben wir uns kräftig verdient. Ja, ja. Schön knackig. Gutes Rufbräu, ne? Ey, du hast ja dein Bier. Und jetzt kommt die Auflösung. David hat gesagt, erst am Ende der Aufnahmen wird er mir sagen, was er verheimlicht hat, was aber uns die gesamten Aufnahmen verfolgen wird und auch das Album später verfolgen wird. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Er wird es uns jetzt sagen. Okay, wir wissen alle, dass Herr Las Vegas nicht so auf Jazz steht und es ulkige ist. Und ich musste am ersten Tag feststellen, die Sticks, mit denen ich spiele, da steht Super Jazz drauf. Und das sind Jazz-Sticks. Und dieser Jazz. Du hast das Album mit Jazz-Sticks, ja, eingespielt. Ja.
Aber mir ist es erst eingefallen, wo ich angefangen habe zu spielen. Oh, auf die Jazzsticks. Auf die Jazzsticks. Auf die Jazzsticks. War es arg schlimm? Ist es jetzt arg schlimm für dich? Ja. Echt? Ja, wirklich. Und dann... Hat er mich doch sind jetzt in die Sneak Preview gegangen. Da das kommt ein cooler Film. Was haben wir jetzt? Gianni und die Frauen. Gianni und die Frauen. Ich habe hinter mich und dann habe ich auch den Kopf frei. Das ist irgendwie leichter. Was denkst du? Pausenlosen Anrufe. So, ich werde jetzt abhauen. Alles haben wir nicht was Besseres verdient. Ciao, Papa. Wir sehen uns nachher. Mach's gut, Mama. Haben wir eigentlich einen Horrorstreifen verdient? Ach so, zur Erinnerung. Denk dran, dass du zur Post musst, um die Miete zu bezahlen. Zum Abschluss des Abends spielt David jetzt Checkout and Goodbye auf dem Keyboard. So. Das, oh Mann, ich hab gesagt. Nochmal bitte. Eins, zwei, drei. Ach komm, Scheiße! Nein, lass das an der Rechnung mal. Eins, zwei, drei. Ach, das gibt's doch nicht. Darf ich nochmal anfangen? Mach nochmal neu. Zum Abschluss der Nacht spielt David jetzt Checkout and Goodbye auf dem Keyboard. Ich glaube, es war auch richtig. Fast. Der Abend ist lang und jetzt spielt David Checkout and Goodbye auf Joghurtbechern. Ja! Nee, wir sind ja eigentlich immer noch da. Nee, das war zu kurz. Ich muss schon länger aushalten.